Fatimus, Liebe.
Thank you.
Und damit willkommen zurück zu Anno. Ja, ich habe wie versprochen an der Stadt weitergearbeitet und auch zudem noch an der U-Bahn-Station bzw. an der Fabrik der U-Bahnen. Da habe ich mich jetzt endlich mal rangetraut und es ist doch echt geil geworden, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde es aber jetzt noch besser hinbekommen. Ein paar Punkte, die stören mich jetzt hier noch, aber naja, eigentlich ist es für den Platz, den ich jetzt hier hatte, eigentlich recht gut geworden. Ich habe auch ein paar Sachen wieder weggerissen, neu hingesetzt und so weiter. Ich finde es ganz cool. Habe ja jetzt hier vorne einen kleinen Parkplatz für die ganzen Mitarbeiter und so weiter hingesetzt. Und hier ist dann erstmal der Haupteingang. Ich hätte am liebsten den Kreisverkehr, den ich jetzt hier an der Seite gesetzt habe, am liebsten hier gehabt. Geht aber nicht. Weil man braucht halt eine Mitte, egal für welchen Kreisverkehr. Das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie aufgestoßen. Ich würde immer gern auch mal Kreisverkehre bei diesen Doppelstraßen nutzen. Geht aber nur, wenn die halt zumindest eine Lücke drin haben. Irgendwie ist unser Baum hier weg. So, jetzt ist ein kleiner Baum wieder da. So, auf jeden Fall haben wir den Haupteingang. Hier habe ich noch so ein paar Gerüste drum gebaut. Keine Ahnung, ob das Ding noch im Bau ist oder sowas. Ich wollte sowas ganz gerne mal an einem Gebäude machen, aber ich habe noch keine Stelle gefunden, wo man sowas mal hinkriegt. Hier stehen auf jeden Fall ein paar Leute. Ne? Wir haben natürlich viele Baumaterialien. Hier ist erstmal die Administration. Das einzige Gebäude, was bisher noch nicht läuft. Wir brauchen dafür halt noch Schreibmaschinen und Telefone. Und ich glaube, wir können keins von den beiden herstellen, oder? Schreibmaschinen meine ich auch noch nicht. Ich meine nicht, dass wir den Süden irgendwie bekommen haben. Ja, aber die Administration, dachte ich so, ja komm, das sollte am ehesten ganz am Eingang sein. Das habe ich jetzt hier an der Seite hingepackt, hatten wir ja kurz vorher da mal. Aber hier wollte ich gerne einen Lagerplatz haben, deswegen musste jemand ein bisschen was umsiedeln. Hab hier hinten einen kleinen Ausruhort gemacht mit einem Pizzastand und dann ein paar Tischen, sodass die Arbeiter, wenn sie Mittagspause haben, sich hier zumindest eine geile Pizza holen können. Ne, bisschen mal beste Nahrung für die Mitarbeiter. Erstmal ein bisschen Fastfood rein. Dann Lagerhäuser. Wir haben hier auch, außen habe ich auch noch so ein Lagerhaus gepackt. Hier jetzt auch. Finde ich sehr cool, dass die mit dabei sind. Da sind ja auch solche komischen Sachen bei. Jetzt haben wir die hier halt hier auch. Keine Ahnung. Dann habe ich den Kreisverkehr halt an der Seite hingepackt. Und hier kommen wir jetzt zum größeren ersten Komplex. Ich weiß gar nicht, was da hier drin ist. Presswerk, genau. Ich habe mich erst gefragt, wozu das denn da ist, diese Bleche. Aber das bringt wohl, dass die U-Bahn-Fabrik hier anstelle von Stahl verarbeitet das Gebäude jetzt Bleche. Ich denke mir so, okay, ist das jetzt irgendwie besser, weil da verarbeitet das Ding Stahl und wir verbrauchen Talg und dann die Bleche. Ich gehe mal davon aus, dass es besser ist. Obwohl Produktivität plus 100% ist das ja auch, ne? Ja, dann bringt das auf jeden Fall was, dadurch, dass wir die Produktivität auf 100% steigern. Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob wir so viel U-Bahn brauchen. Momentan verbrauchen wir die nicht so sehr anscheinend. Also momentan steigt es noch. 606 haben wir schon. Ja, stellen die Blecher hierher und dann gibt es diese ganzen Module drumherum, die die U-Bahn-Fabrik ja auch noch buffen. Warte mal, was? 855%. Ich hatte mich ja beim, als wir die vor ein paar Folgen mal angeguckt haben, mich gefragt, ob die Module nur einzeln buffen und das dachte ich auch erst, aber hat sich rausgestellt, dass jedes Ding, jedes Gebäude, was ich setze, auch wenn es doppelt da ist, immer diesen Buff von 15%, glaube ich, mitgibt. Deswegen, ja, sieht man, ist eine ganze dicke Liste, weil das Gebiet doch recht groß geworden ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier, an diesem Gebäude passt zumindest unten das Gebäude noch dran. Also, ne, ist direkt am Rand, deswegen wollte man es so ein bisschen erweitern. Hier hinten finde ich es auch sehr cool. Hier ist so ein bisschen Warenannahme und das verarbeitet recht viel Metall und auch irgendwo, glaube ich, Kohle. Zumindest habe ich hier irgendwo Kohle hingelegt. Also hier drumherum. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich die Kohle gesehen hatte. Das. Was die da überhaupt draufladen? Naja, egal. Laden auf jeden Fall irgendwas auf. Und hier werden auf jeden Fall irgendwelche, ne, durch die Bleche. Aber obwohl wir eigentlich nur Stahl und Talg verarbeiten. Naja, die Kohle wird wohl trotzdem gebraucht. So, auf jeden Fall haben wir einen größeren Gebäudekomplex. Einmal drüber, über die Schienen und so weiter. Hab Schornsteine hinzugefügt. Hier hinten, obwohl wir sollten vielleicht erstmal da anfangen. Das ist ja das Hauptgebäude, wo die U-Bahn produziert werden. Hier kommen die als erstes zum ersten Mal aus dieser, auf diesem, ja, keine Ahnung, Fließband. Kann man ja eigentlich schon sagen. Auf dem Fließband drauf und fahren hier runter und dann einmal durch den Tunnel. Deswegen habe ich das Ding jetzt einmal hier hingesetzt. Dann fährt das hier einmal drunter her. Und dann fährt es in diese Fabrik hier.
die Motorenfabrik. Da werden die Motoren dann wohl eingebaut. Und ja, auch anscheinend hochgehievt, weil hier fahren die nämlich auch nochmal lang. Obwohl, das sind ja eigentlich nur Einzelteile, ne? Eigentlich müsste das schon viel früher passieren. Eigentlich ist das ja schon die Endproduktion so ziemlich. Naja, muss man nicht so genau gucken. Auf jeden Fall haben wir das hier verbunden sozusagen unterirdisch. Und hier fahren die noch überirdisch in dieses Ding rein. Ich wollte unbedingt diese Dinger hier noch irgendwo verwursten. Und habe es dann jetzt an dieser Stelle getan. Weil ich gesehen habe, das Gebäude hat das links und rechts einfach dran. Also gehört das wohl auch irgendwie dazu. Und auch immer schön die Unterführungen und so. Finde ich auf jeden Fall mega. Große Hallen. Hier hinten hat man noch einen großen Bereich, wo man ran kann. Hier hinten fährt ja auch ein Zug ran mit der Kohle und so weiter. Haben wir jetzt generell einen recht großen Bahnhof, den ich auch richtig cool finde. Ich liebe diese Dinger hier. Und ich habe leider recht spät erst gesehen, dass man die auch sehr gut mit Gebäuden verbinden kann. Vor allem mit diesen hier, mit diesem Gebäudekonstrukt, dass die so richtig schön dran gehen. Das haben wir jetzt hier an der Stelle nicht. Fände ich sowieso schade, dass das Gebäude so ist, dass dann nirgendwo was dran kann. Das hätte ich sonst gerne gemacht, also aus dem Eigengebäudekomplex gemacht. Und habe auch hier die Mauer ja weggezogen und habe hier einfach noch viel, viel mehr Gebäude aneinander gemacht. Hat schon fast einen Knastcharakter, habe ich das Gefühl, mit diesen Türmen hier. Aber habe die Mauer jetzt einfach hier dran gemacht. Also das Ding ist noch soweit abgeschlossen. Und habe noch einen zweiten Eingang hinzugefügt, weil ich dachte, hier haben wir ja die Speicherstadt. Und ne, irgendwie nur von da hinten reinzufahren, auch mit den ganzen Waren, ist doch eigentlich blöde. Lass mal hier reinfahren. Auch wenn es hier ein bisschen zu knapp wurde mit dem Platz. Deswegen musste ich hier eine Gleise wegtun, damit man hier noch irgendwie gut durch kann. Also eigentlich könnte ich sogar die... Nee, gar nicht. Könnte ich nicht. Ich glaube, es geht nicht. Wir können es ja mal ganz kurz ausprobieren. Wenn ich die, wenn ich das durchmache, hier passt jetzt keine Gleise mehr rüber, ne? Genau, das ist das Problem. Die passen nur über zwei Gleisen maximal. Deswegen mehr als das geht nicht. Wenn dann, ich hätte vielleicht die mittlere Gleise, hätte ich auch wegnehmen können. Aber so ist auch okay. Ne, so hat man da ein bisschen mehr Platz auch für den Typen, der da arbeitet. Ist geil, jetzt fahren die Busse tatsächlich da durch. Habe ich vorhin noch so drüber nachgedacht, ob die Busse jetzt hier durchfahren durch das Industriegebiet. Und machen sie tatsächlich. Ist ein bisschen blöde. Aber man könnte es ja auch so verkaufen. Von wegen, guckt euch die geile U-Bahn-Fabrik hier an. Obwohl die Arbeiter denken auch nur so, oh Gott, diese dämlichen Touristen. Aber ist auch lustig. So, auf jeden Fall habe ich hier einen Umschlagsplatz für die Züge. Und dann hier auch nochmal. Habe recht viele Waggons und Züge auch hingepackt. Damit das schön belebt aussieht. Was ist das hier für eine? Die Kabelfabrik haben wir hier. Das ist die Fabrik, die auch einen Anschluss hatte an die Pipes. Die Pipes haben wir jetzt an diesen Turm hier einmal, an diese Kabelfabrik. Und hier hinten habe ich auch noch einen Turm, sodass die Pipes auch nochmal komplett durchgehen. Einmal komplett durch das Gebiet und habe hier an der Stelle das einmal rübergepackt. Erst fand ich das blöd, dass es hier offen war. Dachte ich so, keine Ahnung, wenn die nachts das Fabrikgelände irgendwie schließen und hier alles zumachen. Ich meine, bis auf der Nachtwärter, der vielleicht da ist und hier mal so seine Runden zieht. Fände ich es eigentlich ganz cool, wenn irgendwie das hier auch zu wäre. Zumindest habe ich jetzt halbwegs hinbekommen. Und zwar habe ich jetzt diese kleine Mauer halt runtergepackt. Das geht. Ne? Die große Mauer geht halt nicht da drunter her. Finde ich aber auch sehr interessant, dass das geht und das nicht. Also, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, was da drunter gebaut werden darf und was nicht. Auf jeden Fall, ja, so ist ganz gut geworden. Hab hier auch noch ein bisschen was gemacht. Ich habe hier nochmal so ein Ding hingestellt. Im Nachhinein. Hier die Pipes soweit lang. Hier ist noch die Straße ein bisschen anders geworden. Und jetzt führen die beide bis zum Ölhafen. Jetzt haben wir zumindest mal ein paar Pipes hier. Auch wenn es nicht recht viele sind. Ist auf jeden Fall eine recht lange Spur hier bis ins Industriegebiet drin. So, und das Ding ist ein bisschen abseits. Materialentwicklung ist das. Macht 35% Produktivität und 30% weniger Kram. Und macht Schmiermittel. Okay, wofür brauchen wir nochmal Schmiermittel? Also in der neuen Welt halt für Gas. Aber ansonsten wüsste ich es gar nicht, ob wir das hier auch irgendwo brauchen. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist das Gebäude recht einzeln. Ich hätte mir gewünscht, wenn man das Gebäude als Eckgebäude nutzen kann. Aber das Ding ist halt auch wieder so, dass es immer einen Rand drumherum hat. Also da kann man kein Gebäude dran packen, so wie an diesem hier. Das ist einfach 2x2 und fertig. Und das ist 3x3 und dann noch nicht mal ausgefüllt. Oder wohl ist es 4x4? Sogar 4x4. Na, deswegen. Ne, das, eigentlich das Gebäude ist so groß wie das Teil. Das sieht man nur nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich recht stolz drauf.
in Sky, wie es geworden ist. Ein recht großes Fabrikgelände. Und das ist jetzt auch hier der Abschluss zu dem ganzen Industriegebiet. Ach ja, genau. Und die Ticketdruckerei ist das hier. Braucht ja noch Papier. Papier stelle ich auch her. Habe ich jetzt hier draußen hingepackt. Das passt auch vom Stil gar nicht so gut in dieses Fabrikgelände rein. Deswegen, ich habe es einfach außerhalb hingepackt. Ich denke, das musste auch gar nicht unbedingt rein. Das ist einfach für die Tickets. Das würde ich jetzt eher hier draußen irgendwie hinverwursten. Aber mal schauen. Da bin ich noch nicht so ganz durch. Hier hinten bin ich auch noch nicht durch. Da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Hier haben wir ein paar Arbeiter. Ich habe ein Arbeitergebiet hier weggerissen. Das musste weichen für die ganze U-Bahn-Fabrik. So, und ich habe die Stadt weitergebaut und ich habe jetzt noch offscreen sozusagen ohne Aufnahme so ein bisschen die Innenhöfe gestaltet. Die zeige ich euch jetzt auch einmal. Also das, glaube ich, müsstet ihr noch kennen mit den Pizzadingern. Ich glaube, das war noch mit in der Aufnahme drin. Bin mir jetzt aber noch nicht so ganz sicher. Habe hier einen kleinen Park hingebaut, auch wieder so ein bisschen im Stil, ne? Einen weißen Rand drumherum und dann ein Grüngebiet, diesmal nur mit Hecke. Fand ich jetzt auch mal ganz cool und ein bisschen so einen Weg dadurch. Wollte jetzt eigentlich nicht nur komplette Schräge, habe ich so ein bisschen einen Knick eingebaut. Das haben wir einmal hier am Spielplatz mit einem schrägen Ding. Ja, man nutzt es halt aus. Also nichts Besonderes. Hier einfach nur ein paar Bänke mit einer Uhr in der Mitte, wo die Leute reingehen. Hier mal ein bisschen was Besonderes. Ach stimmt, da muss ich jetzt erstmal drauf eingehen. Ich habe nochmal Investoren gebaut, um diese Weltausstellung zu betreiben. Und habe da jetzt auch angefangen erst, das kann ich nicht draufklicken, die Architekturausstellung zu machen, um eben diese Ornamente freizuschalten, die ich jetzt hier auch genutzt habe. Also diese kann man ja darüber bekommen. Das Ding ist über die Architekturausstellung, ich habe ein paar bekommen, auch von den Wasserdingern oder von den Toren und so weiter, aber zum Beispiel dieses Ding hier habe ich gar nicht bekommen. Diese Säulen heißen die. Die habe ich gar nicht bekommen, keine Ahnung warum. Ist halt immer ein bisschen Glückssache und dann habe ich gedacht, wieso gibt es das eigentlich nicht als Mod? Und es gibt es als Mod und es wundert mich, dass ich die nicht hatte von Spice It Up nämlich. Und von dem habe ich sowieso so viele Mods. Aber irgendwie habe ich, und die ist auch in der Modsammlung drin, und ich habe die Modsammlung eigentlich zu größten Teilen sogar drin, aber irgendwie habe ich mich wohl damals dagegen entschieden, die zu nehmen, oder habe sie übersehen oder so. I don't know. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt mit reingepackt. Jetzt habe ich die Mods, diese Ornamente komplett drin. Hier einmal. Also die Kanalbecken komplett. Die Dinger hier und die Teile. Ja, keine Ahnung, was die Votive Church hier drin macht. Irgendwie hat sich es hier reingefrachtet. Oh, warte mal, ist die anderen Skin noch? Die kenne ich gar nicht. Sehr cool. Wieso heißt die eigentlich Votive Church? Also Votive Kirche. Ich kenne Votive Kirche in Wien. Die sieht aber anders aus. Die hat zwei Türme. Die sieht eher aus wie eine normale Kathedrale. Und nicht so. Aber die kann man auch nutzen. Sehr schön. Ich wollte hier hinten eh nochmal eine Kirche irgendwo hinpacken. Setze ich die mal. Sehr schön. So, und die nutzen wir nämlich heute auch, wenn wir ein bisschen an der Weltausstellung rumfuchteln. Habe ich zumindest mal ein bisschen vor. So, wo sind wir gewesen? Also jetzt mit diesen Ornamenten konnte ich dann hier auch weiterarbeiten. Hier an der Stelle. Und habe hier einfach mal so einen kleinen, ja, ich weiß gar nicht, Wasserbecken halt gemacht. Und ja, Getränkestand, ein paar Bänke, auch jetzt mal so einen Weg hier durch. Ich mag den echt gerne. Habe ich noch gar nicht eingesetzt. Jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Habe hier einfach mal so einen Weg durchgesetzt. Auch eine Unterführung. Und man kann ja hier so durchlaufen, hier so durchlaufen. Und dann kann man hier und dann kann man auf die andere Seite. Und habe hier den Weg einmal fortgesetzt. Hier ist auch die Unterführung. Die geht hier einmal so unter der Straße sozusagen unterher. Einmal durch die Keller. Und hat man hier so einen Markt. Und hier ist nämlich auch mal so ein Weg. Der führt sogar noch bis zu dem Ding. Hier kann man es natürlich nicht so perfekt machen, aber naja, Hauptsache der Weg geht hier so ein bisschen durch. So, dann habe ich hier einmal so ein bisschen runderen Garten gemacht. Das Ding ist eigentlich so recht gleich geblieben. Ja, machen wir nachher. Und habe noch einen kleinen Spielplatz hinzugefügt. Aber ansonsten, ja, hier noch eine Statue. Aber ansonsten ist das hier eigentlich recht gleich geblieben. Diese Gärten hatten wir ja schon. Das habe ich hier einmal fortgesetzt bei dem Ding. Hier ist wieder noch ein kleiner Spielplatz mit ein paar Bänken. Also immer recht gleich.
Und ja, genau, das Bankenviertel habt ihr ja fertig gemacht. Hab ja hier noch ein bisschen was gemacht. Hier fehlen noch die Innenhöfe, das habe ich noch nicht gemacht. Hier ist unsere U-Bahn-Station, die hier lang fährt. Das hatten wir beim letzten Mal gemacht. Hier fehlt noch ein bisschen was. Hier habe ich ein paar Blumenbeete jetzt mal reingemacht. Die breite passte hier zumindest noch dafür. Also habe ich hier mal so ein kleines Muster reingebracht. Noch einen Brunnen an der Seite. Den Park haben wir heute gebaut. Hab da noch ein kleines Maifest oder Weinfest, je nachdem. Hab hier noch ein paar Picknick-Sachen hingesetzt. Hab ich letztes Mal, also in einem Cut hatte ich das noch ganz vergessen. Hab ich noch zusätzlich irgendwo hingesetzt. Finde ich immer ganz wichtig, dass auf diesen Wiesen irgendwie sowas ist. Also zumindest kenne ich das auch so. Auf Wiesen wird im Sommer zumindest, wird da wieder auf jeden Fall oft die Decken ausgelegt. Zumindest von den meisten Studenten. Ja, ne, das ist alles recht frei. Hier haben wir jetzt ein Hotel. Habe ich jetzt auch nochmal so eine Verzierung drumherum gepackt. Mit ein paar Koffern. Die liegen alle noch draußen. Die müssen noch reingeräumt werden. Auf jeden Fall ist das jetzt unser großes Hotel. Noch so eins werde ich, glaube ich, nicht bauen. Wenn überhaupt in einer anderen Stelle der Stadt oder weit weg von hier. Aber ich denke mal eher nicht. Bin dann eher dafür, dass wir weiter noch so kleine Hotels, wenn überhaupt, bauen. Hier zum Beispiel so eins. Und dann sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich möchte nicht so viele Hotels eigentlich haben. Die brauchen immer so viel Platz. Und sind jetzt nicht unbedingt das Mega-Highlight. Hin und wieder mal so ein Highlight drin haben, möchte ich schon ganz gerne. Aber ich möchte auch dieses Stadtfeeling haben, dass wenn man einfach über einen Bereich der Stadt guckt, dass es wirklich auch nur Häuser sind. Und nicht immer diese, ja, keine Ahnung, diese, ja, nicht unbedingt die Hotels. Also so eine Bank zum Beispiel. Die darf halt für mich immer nur da und da hier mal sein. Na, also wir haben hier zum Beispiel unsere Bank und hier hinten haben wir die Post, das Postgebäude oder so ein Gymnasium, das Krankenhaus. Aber das muss immer mal selten platziert sein. Deswegen bin ich so froh, dass wir diese Reichweiten haben. So hat das für mich einfach ein realistisches Stadtfeeling, wenn da sonst recht viele Gebäude sind. Und die meisten wichtigen Sachen sind halt in diesen Gebäuden halt auch drin. Also zum Beispiel ein Arzt, na, der, also... Ich hab da eine fette Gelegenheit aufgetan. Nö. Es gibt natürlich ein Krankenhaus, ne, und es gibt wahrscheinlich auch häufiger mal ein Krankenhaus in so einer Stadt. Aber eher, ja, viele kleine Hausärzte, die hier immer in diesen Gebäuden immer drin sind. Im Erdgeschoss oder sowas. Das ist ja wahrscheinlicher, als dass es überall immer wieder ein Krankenhaus gibt. Apropos Krankenhaus. Hier vorne haben wir jetzt auch schon mal eins. Das habt ihr in der Hände noch schon mal eingesetzt. Das muss jetzt auch hier irgendwo verwurstet werden. Eigentlich würde man sagen, ja okay, so weit außerhalb der Stadt ergibt keinen Sinn. Aber man darf nicht vergessen, ich habe auch geplant, hier noch die Stadt ein bisschen weiterzuführen auf dem Wasser. So einen kleinen Venedig halt zu machen. Das heißt, die Stadt soll hier so ein bisschen noch weitergehen, oder dass man es groß merkt. Keine Ahnung, ob ich das hinbekomme, dass es auch so fließend übergeht in das Wasser. Oder ob das echt so, ja keine Ahnung, separat dran wirkt, so dran geklatscht. Na, das... Hier geht's. Also nee, eigentlich hat man es hier eigentlich ganz gut. Hier sieht das nämlich auch so aus, ne? Das, genau hier ist so Auswuchtung und hier hat man nämlich wieder diese Berge oder die Klippen und das hätte man hier wahrscheinlich auch. Deswegen mal gucken. Vor allem mit dem Hafen muss ich das integrieren. Dieser ganze Bereich, der muss halt hier einmal so geschwungen gut zusammenpassen. Aber naja, das ist noch eine andere Baustelle. Baustelle, die als nächstes folgt, ist auf jeden Fall jetzt die Weltausstellung, die ich ganz gern verzieren möchte. Gucken wir mal rein. Das ist jetzt, glaube ich, ein mittleres Ding gewesen. Deswegen auch mal solche Sachen. Nutzpflanzenfarben sogar in episch. Holzschreinereien. Glashütte, Glühbirnenfabrik und Laternenmacher. Sehr geil. Für die Glashütten mal ein Buff. Glühbirnen auch sehr cool. Tuchschneider. Ich habe die jetzt schon mal ein paar Mal laufen lassen. Auch auf verschiedenen Stufen. Also hier ist es recht wichtig, wenn ihr wirklich verschiedene Items haben wollt, auch ruhig mal bescheidene Expeditionen zu machen. Dann mal eine große und mal eine prächtige. Damit man auch, ja, nicht nur epische Sachen bekommt, sondern auch mal die seltenen Items. Die sind nämlich auch recht wichtig. Wir machen jetzt noch mal eine prächtige. Hab eine, als Schnauze. Hab einmal eine Handelsroute hergestellt oder mehrere Handelsrouten. Ne, eigentlich für die Weltausstellung tatsächlich nur eine, die die wichtigen Sachen jetzt, sag ich mal, hier hinbringt, die wir uns noch fehlten. Und das passt eigentlich ganz gut. Und eine Sache, die ich noch gemacht habe, ich habe mir in Google Drive eine Tabelle gemacht.
für die ganzen Rezepte und geguckt, was wir haben und was wir nicht haben und was wir noch können und was wir noch brauchen. Wir haben noch ein paar Rezepte, die aus der Arktis und von aus dem Besa kommen. Und noch einige Rezepte. Ne, hier sieht man es auch ganz klar. Kaffee. Hier Eclair, Schweineöhrchen, Wildtatar, Surprise, Surprise à la Banane. Die vier, ja, die vier sind's. Die zum Beispiel kriegen wir nur durch irgendwelche Aufgaben von den Touristen. Keine Ahnung, wann und wie die kommen, aber sollten wir mal machen. Stimmt. Aber es gibt noch eine Sache. Ich habe zwischendurch versehentlich, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wieso. Vielleicht durch die Weltausstellung. Ja, ich glaube schon. Durch die Weltausstellung habe ich mir hier Baumwollstoff hergebracht. Und den Baumwollstoff brauchen wir für die Quest. Deswegen hat sich die mal so zwischendurch erledigt. Und jetzt haben wir noch die letzte. Die Königin möchte ihren Dank für all ihre Hilfe bei der Vorbereitung der Eröffnungszeremonie aussprechen. Sie hatte etwas Bestimmtes im Sinn, aber es soll eine Überraschung bleiben, bis sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Ich denke, ich kann jetzt da einfach hinklicken. Wählen Sie den Eisernen Turm aus, um die Überraschung der Königin entgegenzunehmen. Sonst bin ich mal gespannt. Eine gebührende Anerkennung für den Architekten solch meisterhafter Werke. Dieser Stadt, ihres Ruhms und ihrer Triumphe. Die Welt verdient es, von den Qualitäten des treuesten unserer Diener zu erfahren. Das ist ja interessant. Wir haben einen geschmückten Turm bekommen. Doch wenn wir das nächste Mal zum Tee in High Clarence Hall zugegen sind, werden wir Archie bitten, euch eine Einladung zukommen zu lassen. Okay, dankeschön. War es das jetzt komplett mit dir? Ist auf jeden Fall abgehauen. So, das Interessante ist, wir haben den geschmückten Turm bekommen, aber den hatte ich schon. Ich habe den schon geschmückt. Hab schon unser Banner aufgehangen. Einfach, weißt du, also das hier haben wir halt bekommen, aber das konnte ich schon vorher auswählen. Naja, gut. Keine Ahnung, ob das durch eine Mod offline schon freigeschaltet war, aber das habe ich schon gemacht. Sehr cool. Man kann da einfach mal sein Banner aufhängen, was wir hier haben. Apropos, wenn ich das Banner gerade sehe, ne, diese Dame hier wollten wir auch noch in so einen Hafen platzieren. Ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Wahrscheinlich finde ich die nur hier drunter, ne? Da ist sie. Gott. Die sollte ich vielleicht mal platzieren. Ja, doch so. Finde ich sehr cool, passt sehr gut zu unserem Banner. Ne, mit dem, so die Freiheitsstatue mit dieser Krone und so weiter. Ähnelt auf jeden Fall dem, was wir hier ausgewählt haben. Sonne und Mond noch. Ja, wir sind eher tags unterwegs gerade. Aber das soll hier auf jeden Fall irgendwo stehen. Also ich meine, zumindest war mein Plan, dass sie hier ungefähr steht. Das ist auch die letzte Ecke. Und dass die Stadt bis hierhin irgendwo geht, sodass noch ein bisschen Platz dazwischen ist. Mal gucken. Erwarten neue Horizonte. Ups, das wollte ich nicht, sorry. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Feintuning betrieben. Was so ein paar Sachen angeht, hier auf der Insel zum Beispiel, habe ich noch ein paar Schafe, Paprika mussten wir noch anbauen für ein Rezept und so weiter. Habe ein bisschen Getreide gemacht, ein bisschen mehr Zuckerrüben, noch eine Zuckerwerkstatt dazu. Auf jeden Fall passt das jetzt hier. Ah ja, und Kampfer habe ich auch noch upgegradet auf unserer Tropico-Insel. Das war ja vorher, ging es so ungefähr bis hier. Jetzt habe ich noch dieses Abteil dazugefügt, aber im selben Stil eigentlich gehalten wie vorher auch. Das heißt eigentlich die Dinger mit so einer viererbreite Straßen dazwischen hergeschoben, die man nicht wirklich sieht, aber da sind Straßen. Ja, immer mal so dazwischen hergeschoben, hin und wieder mal so ein Häuschen dahin. Also so in dem Stil. War nicht so speziell. Hier seht ihr es auch nochmal. So ungefähr sieht das Grid da drunter aus. Na, so, dass man durch die Baumschulen, durch die Felder auch noch einmal durchlaufen kann. Hat keinen großen Sinn und Zweck, sondern nur optische Natur, die man nicht sieht, aber ja gut. Na und hier kommt dann später noch ein bisschen Mine hin. Dazu brauchte ich auch noch ein bisschen mehr die Arbeiter, die Bauern hier. Die ganze Nacht gesungen. Journaleros. Die habe ich jetzt mal mit Arbeitskleidung, Filz, einem Kino und Fußbällen versorgt. Hier sieht man es auch, das Kino ist hier am Start. Filmrollen und alles bekommen die. Also die haben hier ein Kino und die haben hier auch ein Kino. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass das Kino auch in klein, dass es die auch in klein gibt. Weil zu so einem kleinen Bauerndorf passt das Kino doch klein. Auch wenn ich es ein bisschen übertrieben finde für das kleine Bauerndorf. Aber naja, ich wollte die unbedingt ein bisschen pushen, sodass wir hier genug Journaleros haben. Und ich keinen Pendlerkai bauen muss.
Das heißt, die müssten eigentlich jetzt ausreichen für das Stück und dann haben wir die ganze Insel voll mit Kampfern. Aber die brauche ich auch. So, jetzt aber genug gelabert. Jetzt wollen wir ein bisschen was machen. Ich will jetzt ein bisschen von der Weltausstellung bauen. Zumindest weit es geht. Ja, das ist die Post. Die soll hier hinten irgendwo noch in dieses Abteil. Weil hier kommt ja noch ein bisschen Stadt hin. Auf jeden Fall soll die da ungefähr noch hinkommen. Aber wo genau, weiß ich noch nicht. So, das Ding würde ich jetzt gern mit integrieren. Was bist du? Brauchen wir dich hier an der Stelle? Ich habe dich hier einfach mal hingesetzt, weil... Ah. Ich weiß gar nicht, ob wir das pushen könnten. Wahrscheinlich geht das sogar. Ist ja ein Produktionsgebäude, ne? Ja, man könnte dich tatsächlich nochmal pushen. Oder generell, aber das brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich reiß dich auch weg. So, also, ich habe eine Vorstellung davon. Und zwar möchte ich ganz gerne... müssen wir mal ganz kurz gucken. Gerne ein bisschen mit solchen Sachen arbeiten, beziehungsweise mit solchen. Wo so ein T-Rex zum Beispiel ist und so. Ich habe keine Ahnung, ob die dabei sind. Museum sonstiges. Ne, hier. Ich glaube, das passt eh noch am besten. Also zumindest, wenn man die Weltausstellung für... Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Für das Museumskram und so weiter einsetzt. Dann hätte man zum Beispiel eine Weltausstellung dafür. Vielleicht können wir auch mehrere Sachen machen. Aber es gibt keine so Museumsartikel für so einen Traktor oder sowas. Ne? Oder eine U-Bahn oder so ein Kram. Ich glaube, es gibt nur sowas. Ich würde auf jeden Fall gerne die Weltausstellung so ein bisschen verzieren, als würde hier wirklich eine Weltausstellung sein. Von irgendwas auch außerhalb und wo so Sachen stehen. Und da finde ich das hier eigentlich recht passend. Wenn sowas Sachen ausgestellt werden. Natürlich wäre es noch geiler, wenn es wirklich diese Dinger wäre und nicht nur hier solche Verzierungen. Aber ich glaube, was anderes kriegen wir da nicht wirklich hin. Deswegen werde ich es wohl so machen. So. Ich denke, wir werden hier einmal... Muss das unbedingt eine Straße sein? Eigentlich reicht es, wenn das hier eine Straße bleibt. Die ziehen wir auch mal durch. Pflaster. Wieso passt das Pflaster zu Weihnachten? Was ist daran anders? Gar nichts. Top. Oh, oder? Nee, die Wege passen nicht, ne? Das ist... Wir könnten vielleicht ein bisschen mit den Wegen arbeiten. Wir könnten aber mit diesen Wegen arbeiten. Die finde ich, glaube ich, sogar ganz geil. Aber die gibt es natürlich nicht in zweier Breite. Das heißt, in der Mitte müssten wir auf jeden Fall trotzdem diesen Weg hier machen. Und hier vorne... Mal ganz kurz unter diesen Ornamenten. Also es gibt diese Dinger. Die würde ich ganz gern setzen. Irgendwie sieht das... Das sieht aus wie so eine Wartehalle eigentlich nur. Aber es ist halt... Einfach das Ding in so klein, wo Sachen ausgestellt werden. Ich fände es so cool, wenn die hier irgendwie connected wären damit und da nachher was ausgestellt wird, was da wirklich ausgestellt wird. Gott, was ist das für ein Satz gewesen? Also wenn wir hier gleich die Ausstellung haben in, ja weiß ich nicht, wenn das fertig ist. Ein paar Minuten, dass da auch was ausgestellt wird. Das wäre geil. Aber ich glaube nicht, dass das so war. Aber es gibt diese geilen Türme und da gibt es auch solche, keine Ahnung... Für mich sieht das aus wie so eine Kasse. Ich glaube, da ist nächstes nur ein Fenster. Ups. Aber irgendwie finde ich die ganz cool. Hm. Das ist drei breit, ne? Ja, genau. Das heißt, es würde nicht dazwischen passen. Dann wohl eher die Dinger. So. So als Umrandung zumindest. Also, ja, ich würde es jetzt gerne so ein bisschen längs halten. Na, und nicht so quadratisch oder sowas, sondern eher so gerade. Das wird dir aber hier trotzdem noch ein bisschen einen kleinen, ja, Park geben. Eine Grünanlage, sagen wir es mal so.
So, jetzt haben wir hier noch ein Kraftwerk. Und ich habe die ganze Zeit das Problem, ich weiß nicht genau, wie ich es unterbringe. Ich verschiebe das hier die ganze Zeit weiter und es reicht anscheinend auch noch. Also unsere Reichweite von den Kraftwerken ist super. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es unterbringen möchte. Irgendwie möchte ich es gerne so ein bisschen auch auf der Expo irgendwie ausstellen, weil es ist ja schon irgendwas Technologisches, was man so ausstellen könnte. Na, dass man sagt, hier, schaut uns an, unser erstes Gaskraftwerk. Das gibt es ja auch seit, weiß ich nicht, 1860 oder so, gibt es ja so Gaskraftwerke, meine ich. Von daher passt das eigentlich ganz gut rein, dass man das ausstellt. Aber ich wüsste noch nicht genau, wie. Ich möchte es irgendwie ungern hier so draufstellen. Und so einer Seite sieht es irgendwie auch komisch aus. Das ist ein kleines Dilemma. Aber die Dinger finde ich irgendwie auch ganz cool. Die kann man echt ganz gut hier an der Seite verwursten. Glaube ich sogar, dass ich die wegreiße, dann sollen die sich den Kram von hier aus holen. Müssen sie ein bisschen weiter. Das heißt, die Weltausstellung verzögert sich auch etwas. Aha. Reich der Lüfte. Glaube ich, müsste doch sein. Das DLC-Bild oder so. Ist ja interessant, dass das da ausgestellt wird. Und ich würde, also ich würde gern die hier. Wir müssen mal kurz schauen, wie viel das davon gibt. Naja, das ist schon zu weit. Also 2. 3, du bist 4. Okay, perfekt. 4 Stück, das kriegen wir gut hin. Das heißt, euch würde ich hier gerne irgendwie ausstellen. Ist so ein bisschen Museumscharakter, aber ne, ist halt die Ausstellung der Funde der Dinosaurier, die so gefunden haben halt. Und ich würde hier aber auch gerne ein paar Blumen reinbringen, aber das machen wir vielleicht im vorderen Teil. Ich habe keine Ahnung, wie man so eine Weltausstellung designt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das noch nie so wirklich gut hinbekommen, habe ich das Gefühl. Ich habe das meistens irgendwie mit Blumen verziert und war dann immer so semi-glücklich mit. Schade, dass es natürlich wieder keine Mitte gibt. Jetzt hätte ich gern so eine Brücke hier rüber gepackt. Aber dann lassen wir das vielleicht. Machen wir es vielleicht ein bisschen kleiner. Machen hier einfach Ende. Oder machen wir eine... Um eine Ecke geht ja auch. Wir können auch Kurven einbringen. Aber ich glaube, ich finde das so ganz gut. Wir machen hier noch ein bisschen was. Machen noch ein bisschen was. So, jetzt Überlegung. Und noch mit 2... Platz. Ich würde es ganz gern hier irgendwie oben auch nochmal machen, aber vielleicht ist es auch too much. Ich habe übrigens bei der U-Bahn, bei dem Bau, hatte ich ja ein bisschen Respekt vor, dass ich das, ob ich das überhaupt hinkriege, weil ich habe ja irgendwie schon Anspruch, aber ich hatte keine Vorstellung im Kopf, wie das so aussehen könnte. Ich habe dann vorher einfach nochmal alle Module gebaut und habe mir die nochmal kurz ein bisschen angeschaut, 5 Minuten. Und dann einfach losgelegt und ja, irgendwie ist dann was geworden, würde ich mal sagen. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Blümchen. Ne, die sind auch hier, ne? Und hier. Was passt denn so gut zu der Farbe? Ich finde es schade, dass das Wasser ist und sonst alles mit dem Ding. Das spielt so ein bisschen... Mir fehlt die Symmetrie. Ich bin da manchmal so ein bisschen perfektionistisch bei solchen Sachen. Wenn das so... gebaut wird. Boah, wie viel passt da hin? Passen tatsächlich 4 Stück. Könnten wir hinkriegen. Könnten wir tatsächlich ein kleines Muster machen. Nur ein Kreis. Ich mag ja orange und blaue Blumen voll gerne, ne? Oh, blau ist nicht das. So ist geil, oder? So ein Geschwingel. Jetzt hätte ich da ganz gerne eine Brücke. Okay, wir machen das nicht wie auf der anderen Seite. Machen das so. Machen da auch... Wir machen hier Wasser, da Wasser. Hier Wasser, da Wasser. Hier machen wir kein Wasser. Also was heißt Wasser? Kein Sprenkelding. Ich bin müde, okay. Wir machen das hier. Das hier. Ah, so ist doch cool.
man hier durchlaufen. Hier vor allem mega geil. Hier zack und dann ist man da. Ist richtig gelohnt. Achso, wir haben das um die Ecke gebaut. Müssen wir gar nicht. Wir lassen das so gerade. Aber da habe ich's. Nee, habe ich auch so. Ich hatte auch schon hier hab's durchgezogen. Dann können wir das ja so lassen. Kann man hier hingehen? Also das wird keine Kasse oder sowas sein, ne? Man bezahlt ja kein Geld für, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass man Geld dafür bezahlen musste, um auf die Weltexpedition zu kommen, sondern das ist so ein öffentliches Gelände einfach, wo man hingehen kann. Und dann wird wahrscheinlich man eher Geld zahlen für Getränke und Essen, was es dann hier angeboten wird. Also Restaurants und so weiter. Also momentan sieht es noch nicht geil aus. Auch wenn das Muster cool ist. Es wirkt aber so fehl am Platz. Vielleicht aber auch, weil es noch fehl am Platz ist. Oh, wir haben keinen Blumengarten mehr in Orange. Muss ich mir noch besorgen. Wie schade. Mal gucken. Ich werde das jetzt erstmal so durchplatzieren und dann schauen wir uns das an. Kann ja sein, wie das beim... Boah, das finde ich auch nicht schlecht. Wenn das so geht. Oder vielleicht in beide Richtungen. So. Und dann den hier drehen. Hat man hier so einen Pokéball. Da haben wir aber das Teil genommen. Aber das kann man nicht so gut verbinden. Nee, ich finde das besser. Haben wir hier auch. So. Ne, das geht halt auch. So, dann hat man dieses Ding hier. Ja, das haben wir jetzt hier auch gerade. Stimmt. Ja, so ist doch geil eigentlich. So hat man trotzdem noch die Brücke, den Zugang dazu. Das machen wir jetzt hier eigentlich auch. Kopieren wir uns einfach mal rüber. Okay, ich bin im Dingens-Modi. Blaupause-Modus. Oder bin ich im Blaupause-Modus? Nee, ich habe das Ding nicht mehr. Warte mal. Haben wir da ein Luftschiff? Ich glaube nicht. Doch, wir haben hier eins. Ah, stimmt, weil ich hier so eine Dame bekommen möchte. Ich kann mal ganz kurz drüber gucken, ob der mir die anbietet. Für Verladegeschwindigkeit für unsere Schiffe hätte ich ganz gerne noch ein paar Mal die. Weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Der ist auch immer gut. Aber das sieht nicht so gut aus. Da muss ich noch ein paar Mal rollen, bevor ich die bekomme. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine Dame, die Verladegeschwindigkeit erhöht. Und die gibt es in episch bei dem. Deswegen kriegt man die ganz gut daher. Die hätte ich doch ganz gerne. So, heute will ich es aber nicht so lange übertreiben. Das heißt, wir bauen hier halt noch ein bisschen. Aber es wird jetzt keine Stunde 40 Minuten Folge wieder. Habe ich ein bisschen viel gequatscht. Ich war selber überrascht im Cut, dass es dann doch so lang wurde. Weil ich dachte, so ein bisschen kann ich rausschneiden, aber dann war nicht so viel. So, hier, Ringelblumen, die will ich haben. Ich nehme die anderen eigentlich auch mal mit. Das heißt mitnehmen, ne? Man nimmt die ja nicht wirklich mit und man aktiviert die hier einfach auf dem Schiff. Hauptsache, wir kriegen noch ein paar Orangen, ne? Wäre ganz wichtig. Ich dachte eigentlich, ich hätte mal so viele gekauft, dass wir jetzt erstmal keine Probleme mehr haben. War dann aber doch nicht so. Ich habe doch sehr viele platziert, auch so beim Palast. So, den nehmen wir noch. Gehen wir wieder rüber. Sollten wir genug haben. So, und den packen wir jetzt hier hin. Also, wir haben einen recht großen Garten. Wir haben die Dinger. Vielleicht wieder in die Richtung oder in die Richtung. Einmal erweitern. Ich mach mal diese hier. Das dockt dann direkt an. Und da machen wir jetzt hier auch nochmal eine Brücke rüber. Weil warum nicht? Geht ja. Weiß nicht, ob ich davon noch viel mehr platzieren soll. Vielleicht auch an der Seite. Passt auch hier hin, ne?
Aber da wird jetzt nichts drin ausgestellt, ne? Weil hier läuft es gerade. Weil hier drin ist jetzt was. Aber wenn wir so ein bisschen gucken. Ne? Solche Traktoren stehen hier. Ein Zug steht hier. So ein Dampfwalz, so ein Kran. So ein Schaufelradkran. Cool. Alles in recht schlecht aufgelöst, aber geht ja. Aber ich glaube, solche... Ja, rein theoretisch könnten wir solche Sachen auch ausstellen. Also ich habe ja Züge und Traktoren zum Ausstellen. Aber ob das geil aussieht, das finde ich irgendwie so mehr auf einem Podest gehoben. Wenn ich hier einfach so einen Traktor hinstelle, sieht das irgendwie weird aus. Wie ist das denn hier? Da steht der auch einfach nur so im Raum, ne? Das ist ein ziemlich großer Traktor. Was macht der denn da? T-Pose? Hallo? Sollst du eigentlich drauf sitzen? Was ist das denn? Ganz schön weirder Typ. Aber so ein Ding zum Beispiel haben wir auch, nur halt in kleiner. Aber ich glaube, das ist nix. So. Nicht doch eher für diese kleinen Hallen hier irgendwie an der Seite. Falls ihr mal solche Ideen habt, ne, von wegen, was in meiner Stadt noch irgendwie fehlt, von wegen, mach doch mal so ein, weiß ich nicht, du hast noch gar keinen Park, rein theoretisch, oder du hast noch nicht das, oder ein Jahrmarkt, und euch fällt da noch irgendwie was ein, was so ein markanter Punkt für die Stadt wäre, der auf jeden Fall noch kommen muss, dann dürft ihr mir das gerne reinschreiben. Dann versuche ich das auf jeden Fall noch einzubetten. Ich meine, es ist klar, welche Sachen zum Beispiel jetzt noch kommen. Einkaufszentrum, hier großer Park, der große Tower, ne, ein paar Hochhäuser drumherum und so weiter. Aber so als markanter Punkt, Friedhof fehlt uns noch, aber das wird wahrscheinlich damit in Zusammenhang mit so einer Kirche kommen. Wir könnten auch mehr als nur einen Friedhof bauen, wahrscheinlich sogar hier hinten. Hier hinten kommt, ja wohl, wird es schon knapp von der Platz her, aber obwohl hier an der Klippe, könnte ich mir das tatsächlich wieder gut vorstellen. Wir bauen hier vielleicht noch eine Kirche hin, hier hinten Friedhof. Hier hinten kommt so eine Kleinstadt hin, mal mit normalen Häusern, denke ich mal. Also normalen Arbeiter- und Handwerkhäusern. Komm hier hin, in der Ecke. Also vermute ich zumindest. Also kann auch sein, dass es alles anders kommt. Je nachdem, wie das mit der Expo jetzt hier weitergeht. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hier jetzt dranbringe. So, die Straße soll hier einmal drumherum gehen. Das ist doch genau die gleiche Breite, oder? Bescheidenes Geschenk. Macht euch mal so kurz als Messer. Messpunkte. Ja, guck mal. Können wir auf den Profit anstoßen. Also das ist symmetrisch. Damit kann man symmetrisch arbeiten zumindest. Das ist zum Beispiel auch jetzt hier ein Punkt, den man auf Weltausstellung doch ganz gut zeigen kann. So ein bisschen Luftschiffe und so weiter. Deswegen hier der Luftschiffhafen. Die Dinger werde ich jetzt hier irgendwie unterbringen als Gebäude. Keine Ahnung, wie die jetzt genau hier hinkommen, aber die passen hier wohl irgendwo hin. Hier draußen vielleicht nochmal ein Brunnen. Ist das ein... Doch, das müsste passen. Da müsste ein Brunnen hinpassen. Ein Zweierbrunnen. So einer, ja. Da oder da? Auf jeden Fall nicht so, sondern quer. Stehen die Bänke im Weg. Und auch gern nochmal... Wo ist denn das Teil hier? Das Muster. Sehe ich gar nicht. Friedhofspflaster? Irgendwie ist dieses Weihnachtspflaster jetzt an der Stelle. Was ist das denn? Wir hatten das doch schon mal genutzt. Meine ich. Da haben wir nur das. Habe ich das denn genutzt? Hier? Nee, auch nicht. Habe ich das denn mal genutzt? Oder ist das jetzt irgendwie anders? Irgendwas ist hier verkehrt. Ihr seht ja das Symbol hier unten in der Leiste. Das mit diesem X. Und das war, meine ich, ja an dieser Stelle. Und ich dachte eigentlich auch, wir hatten das schon mal genutzt. Aber naja, gut, dann nehmen wir halt sowas hier. Als Muster. Warte mal, bei dem Brunnen wollte ich hin. Ja, sowas hier. Das ist doch schick. Obwohl, dann können wir vielleicht eher... Machen wir das eher so, dass das hier ist.
Das ist der hier. Zack, 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 zack. Können wir nämlich die Straße durchziehen an der Stelle. Und das Ornament-Ding. Mal hier. So, jetzt haben wir zumindest in den Ecken immer diesen komischen, diese komische Blüte. Das Blütensymbol oder so. Das können wir hier zwischen auch immer mal packen. Finde ich auch ganz geil. So, hier müssen wir es auch mal umändern. Hier baue ich nochmal die U-Bahn-Station neu. Wie weit bist du eigentlich? Du bist schon fertig. Phase abschließen, Phase beginnen. Jetzt haben wir mittlerweile auch so viel Geld. Dadurch, dass ich die Investoren da hinten stehen habe, bringen die richtig fett Schepper ein. Und ich hatte sogar erst noch mehr und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so viel brauche. So. Das ist das Straßending. Das wollte ich gar nicht. Also, ich meine, wir haben jetzt keine Laternen gespawnt, aber ich will auch nicht das Risiko eingehen. Ich möchte hier nicht keine Laternen zwischen haben oder so. Die dürfen hier außen rum wohl sein, aber mehr auch nicht. Apropos Laternen. Es gibt auch diese geilen Scheinwerfer. Die müssten wir ja auch schon haben. Die habe ich schon zumindest gesehen. Natürlich weiß ich nicht wo. Wo die sich jetzt hier wieder verstecken. Hier wahrscheinlich. Ja. Großer Scheinwerfer, kleiner Scheinwerfer, ja, keine Ahnung. Meine Produktion wurde angehalten. Aber die kann man doch hier bestimmt richtig geil einsetzen. Warte mal, wo haben wir die jetzt hier? Das ist die Mitte und dann jeweils. Eigentlich jeweils drei oder zwei, ja, okay, keine Ahnung. Das ist die Mitte und dann jeweils. Drei von da weg. Machen wir das mal so. Machen wir mal Nacht. Und dann sehen wir, die leuchten die falsche Richtung. Und dann scheinen die jetzt so ein bisschen rum. Das sieht doch geil aus. Science. Wir mit Feuerwerk. Das heißt, eigentlich fehlen hier auch dann Laternen. Hier haben wir Lichter der Stadt. Hier mit sowas können wir es eigentlich ganz gut machen. Immer ein paar. Leider sind die Laternen sehr dürftig. Also die machen nicht wirklich viel Licht. Also, keine Ahnung, wenn du hier stehst und da ist eine Laterne. Ich würde sagen, das schafft die wohl noch. Aber vielleicht sind die Laternen von damals nicht so stark. Kann ja sein. Nochmal drüber schauen? Ich glaube, das meiste würde ich hier eigentlich flach halten. Man muss ja eigentlich hier recht viel Lauffläche haben. Das geht ab. Geschichtsausstellung öffnet. Stromausfälle. Ja, Geschichtsausstellung, genau. Aber wieso Geschichtsausstellung bei Science? Das ist doch eher Wissenschaft. Geringes Explosionsrisiko und Stromausfälle. Ja, toll. Könnte jetzt hier vielleicht. Ist das denn. Ja, es ist eine Uhr. Keine Laterne. Also das hier ist doch schon eher die Laterne. Ach, die Dinger gibt es ja auch noch. Das ist geil. Die können wir auch ganz gut mal nutzen. So und so. Auch mega. Machen wir jetzt hier hinten noch ein paar Bänke. Die alten Leute immer hinsetzen können. Wie sieht das anders aus? So, den haben wir so gedreht, den so. Dann machen wir den eher so rum. Könnt ihr eher in die Richtung gucken, wo die Leute eher laufen, würde ich sagen. Und den dahin, den dahin, den dahin. Mal gucken, ob ich diese Blumen hier lasse. Muss gleich nochmal komplett drüber gucken, ob die mir gefallen oder nicht. Das braucht meistens so ein bisschen seine Zeit. Also verkehrt finde ich es nicht. Aber irgendwie fehlt auch ein bisschen was. Vielleicht ist das Ding. Ich würde am liebsten dieses kleine Blumenbeet weghaben, sodass sich so ein bisschen abrundet.
Das finde ich geil. Oder dass da noch ein kleines Blumenbeet mehr ist. Das würde natürlich auch gut aussehen. Ah ja, und ich habe ja hier noch ganz spontan an dieser Seite noch so eine Schräge eingebastelt. Die hatte ich erst gar nicht in meinem Stadtplan zumindest geplant, dass hier eine Schräge reinkommt. Aber ich habe mir so gedacht, hier kam mir jetzt so eine breitere Straße an. Und habe mir gedacht so, ja okay, Touristen hier, Hotels und so weiter. Und das Ding gehört ja eigentlich auch. Das ist ja auch eigentlich Teil einer World Fair, also so einer, wie heißt denn das nochmal auf Deutsch? Mann, Weltausstellung. Mal vergesse ich das in den Namen. Einer Weltausstellung, also der Eiffelturm war ja so ein Zeichen zum Beispiel. Oder das Atomium in Belgien. Sowas gab es ja häufiger, dass die Dinger gebaut wurden für Weltausstellungen. Eben solche Wahrzeichen. Und der Eiffelturm war ja auch einer. Deswegen passt das ja auch ganz gut, wenn wir den bisschen näher an der Weltausstellung dran haben. Und die Leute, die das hier zum Beispiel suchen und die Touristen, die hier ankommen von hier aus, die kommen vielleicht auch erst hier hin. Und dann laufen die diese Plaza entlang, kommen dann hier einmal an und dann können die nämlich hier einfach quer da eben hinlaufen. Dann sehen die von hier weitem aus schon die Weltausstellung. Ich finde das sehr cool. Oder man läuft eben diesen Weg. Den gibt es halt auch, die Straße. Naja, ich habe hier auch die Schiene nochmal ein bisschen umgelegt. Habe die jetzt in die Mitte gelegt, weil die war erst außen und wir hatten eine Zweierstraße und irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Hätte mir das doch schon besser. So, und jetzt würde ich hier auch gern irgendwie auf den Zaun wieder drum legen. Ist das der, den ich diagonal machen kann? Ich glaube nicht. Ich habe immer das Problem, ich will immer den einfach nehmen und den diagonal machen, geht aber gar nicht. Er ist mal wieder irgendwo versteckt. Das ist er nicht. Hab wieder vergessen, wo der ist. Kann ich mir den hier hinten snacken? Habe ich den mal genutzt? Ja. Eine Produktion wurde angehalten. Ist das die Einzelteile nur? Nee, das ist tatsächlich der hier. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der nochmal war. Ups, bisschen zu weit weg. So. Oder das war der und ich habe es vergeigt gerade. Auf jeden Fall wollen wir hier so ein bisschen wieder schräg werden. Das ist ein bisschen auch wie in der neuen Welt. Habe ich das ja auch so oft gemacht. Dass ich an diesen Rändern das so ein bisschen abgeschrägt habe. Oh, da habe ich ein bisschen Schmutz gemacht. Ja, sehr geil, dass man das so rund machen kann. Habe ich noch nie. Die Idee bin ich auch noch gar nicht gekommen, mal das irgendwie rund zu machen. Rein theoretisch hatten wir die Chance hier, ne? Hier nutze ich ja mal tatsächlich den Zaun in einer Ecke. Aber da kann ich den nicht machen. Mal her. Einmal eine Ecke, bitte. So. So könnte ich das auch machen, aber ich möchte jetzt mal eine Rundung. Das ist natürlich auch schick. Aber jetzt mal so. Einfach, weil ich es noch nie hatte. Hier ist leider ein grüner Streifen, aber man hat halt immer nur die Wahl. Entweder hat man hier das Weiße innen drin oder halt das Grüne draußen. Da muss man sich halt entscheiden. Aber ich wollte hier gerne so einen kleinen Zaun drum haben. Aber es ist auch nur an dieser Stelle und hier. Ich habe den nicht komplett rumgezogen. Habe einfach nur mal ein bisschen den Zaun reingezogen. Finde ich aber auch ganz cool mal. So. Und eigentlich müsste jetzt hier... Ah, Mist. Ich brauche Handwerkerhaus. Haben wir denn eins hier? Eigentlich würde ich halt gern hier jetzt wieder Häuser irgendwie beginnen. Ding ist, wir haben jetzt hier auch noch so einen Kram. Ich weiß noch nicht, ob das Teil der Weltausstellung sein soll. Habe ich mich echt schwer mit. Irgendwie möchte ich es lieber einpacken. Also so eine Mauer drum, ein paar Büsche. So wie ich es hier hinten auch schon mal hatte. Wo haben wir das Ding dann hier? Da habe ich das auch, das Kraftwerk, einfach so ein bisschen in so Mauern reingesetzt. Schwierig. Und wir haben auch überall immer Zweierbreite und nie ein. Das heißt, wenn ich hier mit einem Weg lang gehen möchte, ist schwierig. Da muss ich noch sowas durchziehen. Das ist jetzt hier überall. Scheint so.
Das Muster, dieses Ding könnten wir auch hier ein paar Mal nutzen. Fällt mir gerade auf. Haben wir auch nie. Da zum Beispiel. Ah, hier wird schon schwierig. Oder man macht so. Da und da noch. Vielleicht reicht das auch schon. Hauptsache so ein bisschen mal hier auch vertreten. So? Ich denke, es ist cool. Das würde bei einer Auktion Rekordsummen erzielen. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Das ist nicht interessant. Liefert Elektrizität, Tuchschneider, Reparaturkräne und Zigarrenmanufakturen, so Mühlenkram. Kunsthandwerker. So, und meine... Diese Bohemians nicht ertragen. Also was ich mir vorstelle, ist halt diese... Hallo, hör auf zu reden. Archäologie und Ethnographie, dass wir sozusagen eine Weltausstellung machen, die das hier darstellt. Das wird für Fu. Also wenn man jetzt einen Screenshot machen würde, würde ich halt gern das Ding ausstellen. Oh, Ruine. Achso. Ah ja, klar. Ich habe hier nicht weitergebaut. Wir haben hier aber eine Straße. Oder wollen wir jetzt hier eine richtige Straße machen? Eigentlich wäre es hier wohl wieder Zeit für so eine. Sorry, Leute. Das heißt, hierhin geht wieder normale Stadt weiter. Habe ich ja noch super hingekriegt. Und hier ist dann noch Weltausstellung zumindest. Eigentlich müssten die Häuser ganz hier dran sein. Ach man, ey, dieses Ding hier, ne? Oder wir packen das in den Innenhof. Könnte man sich auch überlegen. Das ist wirklich ein bisschen verstecken. Ich finde die Idee an sich nicht verkehrt, dass man das mit auf die Weltausstellung packt. Eine Produktion wurde angehalten. Aber ist auch nicht ganz so leicht. So, dann machen wir hier hinten die Lagerhäuser auf jeden Fall noch hin, damit der das für die Weltausstellung hier herholen kann. Sonst ist der Weg viel zu weit. So. Der läuft nämlich gerade noch von hier aus. Ja, ich denke, so ist es schon in Ordnung. So, nochmal Handwerkerhaus. Ja, genau das wollte ich gern haben. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Ich bin übrigens... Was denn? Ja, okay. Bin übrigens beigegangen und habe die, umgefärbt. Falls es noch nicht aufgefallen ist. Denke nicht. Wir haben hier die ganzen bunten Häuser. Und dann bin ich hier mal reingegangen und habe die ganz, ja, verschiedenfarbig gestaltet. Hier in der Nähe von dem Hotel habe ich es mal so ein bisschen blau gelassen. Habe aber auch mal so schwarze Häuser nebeneinander, mal ein bisschen mit roten Dächern. Na, und immer mal so ein bisschen durcheinander. Immer ein paar mehr Gebäude nebeneinander haben die gleiche Dachfarbe bzw. auch Wandlackierung. Aber ist alles eher ne, in diesem weißen oder hellen Ton. Manchmal sind die ja so ein bisschen beige gehalten. Hier habe ich an der Straße auch mal ein bisschen zu Casinos reingebracht. Mein Gott, nicht mehr reden. Und hab das hier ein bisschen so querbeet, ne? Hier zum Beispiel auch ein bisschen mit Backstein, um so weit wir in die Richtung kommen von den Gebäuden, ne? Und dann hier auch die London Suburbs wieder reingebracht. An der Stelle hier kann man wieder reingehen und habt hier wieder ein paar Arbeitergebäude drin gehabt. Na, also alles, jedes Gebäude habe ich mir so ein bisschen einzeln angeguckt, ein bisschen umgestylt und dann immer mit dem Pinsel immer mal ein bisschen rumgeklickt. Dass es mir gefiel. Ein Zeichen meines guten Willens. Und ich denke, so langsam hat sich so ein bisschen gutes Stadtbild entwickelt. Keine Ahnung, wie man das jetzt so am realistischsten machen würde, keine Ahnung. Na, also hier ist auf jeden Fall so der Bereich, der wird komplett dieses mit dem roten Dach behalten. Na, bis auf wenige Ausnahmen. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Aristokraten, die ein bisschen hell dunkler sind. Aber sieht schon cool aus, finde ich. Diese ganzen Linien und Diagonalen. Das bringt so geilen Charakter hier rein, dass man damals einfach nicht hatte ohne Mods. Finde ich mega. Aber ja, ich baue hier diese Ecke wahrscheinlich als nächstes mit weiter. Achso, jetzt schon wieder keine Straße. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Also ich baue hier das
Expo-Gelände mal weiter und auch die Stadt hier hinten. Mal gucken, was dann sonst noch bis zum nächsten Mal passiert. Ich denke aber, das wird jetzt erstmal unseren, ja, also dieses Abteil hier fertig bekommen. Wird wahrscheinlich erstmal unsere Aufgabe sein und dann, denke ich mal, werde ich in die Arktis aufbrechen. Da habe ich nämlich auch wohl mal langsam Bock drauf. Ein bisschen anderes Bild mal wieder. Aber da haben wir schon mal einen Großteil unserer Stadt geschafft. So ein, weiß ich nicht, ein Fünftel oder so. Wenn man sich das ganze Rest noch anguckt. Ja, so ein Fünftel ist das bestimmt. Vielleicht sogar schon ein Viertel der Stadt. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!